Knoche hatte mich gefragt, yo, Timo, ich bin gerade in Japan. Gibt es etwas, was du aus Japan brauchst? Und wir brauchen ja unbedingt die japanische Smaragd. Und da habe ich ihm gesagt, yo, ich bräuchte eine japanische Smaragd, damit wir Mew Shiny handeln können. Und er hat gesagt, okay, schau mal, was sich machen lässt. Okay? Hat Timo die Maschine, ich wollte sagen, bin richtig stolz auf dich und du. Den Hustle, den ihr momentan an den Start legt, ist so supi. Und vor allem könnt ihr ultimativ proud of euch selbst sein. Vielen, vielen, vielen Dank, Luki. Dankeschön. Okay. Und ich nehme mal die erste Sache aus dem Paket raus, die mich angelächelt hat. Das ist wirklich absolut insane. Das ist das Erste, was ich gesehen habe. Und ich so, wait, what? Das ist insane. Das ist so groß, das ist größer als mein Kopf. Holy shit, wenn ich das im Hintergrund stellen würde. Das nimmt so eine ganze Dings ein. Das ist riesig. Das ist for real insane. So ein großer Kopf. Das ist for real insane. True, Leila, true. Ich hätte gedacht, dass ich das vielleicht irgendwo hinhänge oder so. Dass es so im Hintergrund hängt. Wisst ihr? Das wäre, glaube ich, übelst cool. Das ist auf jeden Fall schon mal insane. So, den Rest habe ich noch nicht gesehen. Okay, wir haben hier ein, aber schon geöffnetes, glaube ich, Shiny-Ding-Set hier, ne, von Palen Fates. Okay. Ach du Scheiße, okay. Ach du Kacke, okay. Als erstes haben wir eine Mauzi aus Jungle und eine Rocket Hideout-Karte. Übelst cool. Aber die Schuhe setzen, wenn du nicht da bist. True. Also richtig, richtig nice. Ich glaube, das sind die einzigen beiden Sachen, oder? Ich schau mal rein. Nee, das sind die einzigen beiden Sachen. Okay. Dann lassen wir die schön im Toploader. Lassen wir schön drin. Neo, vielen Dank für deinen Resub. Sehr, sehr, sehr appreciated. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So, dann. Okay. Wir haben Codes. Die packen wir mal zur Seite. Dann haben wir Timo und Chat. Yo! Oha! Das ist die neue Zelong-Karte. Ich liebe die. Die habe ich mir letztens noch mit Lua angeschaut, weil wir die so cool finden. Das sind Timo und Chat. Die ist ultra nice, die Karte. Vielen lieben Dank. Yo, oha! Hä? Wir haben Terra Riffex EX mit Terra Boden, auch übelzig. Die Strong Save, ich liebe die Zenlong-Karte. Ist übergeil. Die Riffex-Karte. Auch ultra sick. Kev, vielen lieben Dank für den Resub. Sehr appreciated. Dankeschön. Danke. Ich danke dir sehr. Danke für 35 Monate. Vielen lieben Dank. Okay, was haben wir noch? Dann haben wir noch Codes. Codes. Oh mein Gott! Hisui Zoroark Sleeves. Okay, das ist ein Banger. Die sind auch, man darf, nämlich Chat, man darf ja, das hat ja Scorma erzählt, man darf auf Pokémon-Turnieren nur mit offiziellen Pokémon-Sleeves spielen. Und ich considere vielleicht irgendwann immer noch ein Pokémon-Turnier zu besuchen und TCG zu zocken. Und ich kann mir vorstellen, dass ich da die Sleeves hier spiele. Das ist halt übelst geil, weil ich habe halt fast alles fürs Miraidon-Deck, ich habe fast alles fürs Gardevoir-Deck. Also da wäre ich schon ready. Das ist auf jeden Fall wirklich absolut insane. Vielen lieben Dank. Das ist wirklich insane. Okay, dann haben wir... Was ist das? Oha! Hä, wie geil die aussieht! Das ist eine Tragetasche. Schaut euch die mal bitte an. Was ein sickes... Also Jutebeutel.
Übertrieben nice. Safe, Knoche, safe, safe, safe. Richtig, richtig hübsches Design. Ich fahre auch das Mewtwo da drauf. Im Kanto-Design, übel sick. Übel sick. Dann haben wir hier... Oha! Okay, das... Genau, genau. Oh mein Gott, das ist sogar mit... Warte, die ist ja sealed, oder? Hä? Die ist wahrscheinlich resealed, oder? Aber mit OVP. Hä, wie geil sieht die bitte aus? Hä? Knochen, bitte sag mir, dass die resealed ist. Und nicht sealed. Eine Freundin hat letztens den zweiten Platz auf einem Pokémon-Turnier gemacht. Und sie hat sich mega gefreut. Das ist übel sweet. Im Pokémon-Videospiel oder TCG? Die ist opened, okay. Okay, weil sonst würde ich mich ja schlecht fühlen, die aufzumachen. Aber mit OVP, das ist insane. Das ist wirklich insane. Und darauf können wir dann Mew Shiny handen, Chat. Und das Ganze ist im Pokémon Design Lab ein Beutel drin. Wie sick der aussieht. Wie übel nice. Chris, vielen, 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 vielen lieben Dank. Danke für den Resub. Dankeschön. Card Game, da gibt es dann auch so eine special gestempelte Karte oder so. Ja, 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 genau, 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 genau. Das ist übel sick. Das ist sehr, 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 sehr cool. Das ist insane. Okay, und? Yo! Okay, warte. Warte. Ich weiß gerade nicht, wo sie steht, aber Knoche hat noch die Zorak-Figur hier mit reingepackt. Ich hab die Zorak-Figur schon. Ey, warte, ich muss sie suchen. Die stand normalerweise immer dort. Dann habe ich sie aber umgestellt. Ich weiß nicht, wo ich sie gestellt habe. Die müsste hier irgendwo stehen. Aber ich hab die schon. Das ist richtig gut, weil dann könnte ich die eventuell Lou geben. Das ist echt easy, Claudia. Das ist easy. Dann könnte ich die eventuell Lou geben. Wenn es für dich fein wäre, Knoche. Aber also, es ist trotzdem übel nice. Das ist trotzdem übel nice. Das ist richtig, richtig cool. Hat Scorbe beim letzten Sabaton geklaut. Ah, I see, I see. Okay, okay. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein Brief. Im Pokémon-Design. Übel sick. Moin Timo. Vielen Dank dafür, dass du deine Leidenschaft mit uns teilst und uns so großartigen Content lieferst. Bei jedem neuen Pokémon-Spiel schaue ich natürlich auf Twitch vorbei, um zu sehen, was Timo gerade so treibt. Es macht richtig Spaß, es quasi gemeinsam mit dir zu erleben. Die Blind Challenge unterhält aktuell auch total im Live. Weiter so. Optional kannst du gerne etwas für uns auf den Timer machen, aber bitte nur, wenn du dich wohlfühlst. Denn das ist das Wichtigste. Lord Knoche, safe, safe, Knoche, das ist das Mindeste.